So, hallo. sind ja leider nicht so viele da. Also ich bin Martin. Ich wurde eingeladen, um über Riot zu reden, das freundliche Betriebssystem für das Internet der Dinge. Und da stellt sich natürlich zuerst die Frage, was ist überhaupt das Internet der Dinge? Und um es ganz einfach zu sagen, die Idee dahinter ist, dass man beim Internet der Dinge einfach alles ans Internet ranmacht. Das hat natürlich auch seine Nachteile, das hat aber auch seine Vorteile. Die Nachteile sind natürlich, dass man dadurch sehr viel mehr Angriffsfläche gibt. Ich weiß nicht, ob ihr da das irgendwie so ein bisschen in den Medien verfolgt habt. Da gab es natürlich einige Attacken, die mit Internet der Dinge-Geräte ausgelöst wurden. Aber ja, an sich will man natürlich auch irgendwie mehr Dinge ins Internet bringen, weil man dann viele coole Sachen damit machen kann. Und im Gegensatz zu dem normalen Internet, wie wir es bisher kennen, wo eure Rechner, eure Tablets, eure Laptops, eure Smartphones oder eure Raspberry Pis mit angeschlossen sind, haben wir halt das Problem, dass wir sehr, sehr viel weniger Speicher auf den Geräten, die typischerweise im Internet der Dinge verwendet werden, zur Verfügung haben. Das heißt, meistens, wenn man da irgendwie Linux oder macOS draufpacken will, das passt da einfach nicht drauf. Und darum haben wir uns so ein bisschen zur Devise gemacht, wenn du nicht Linux drauf installieren kannst, dann benutze Riot. Und das kann man halt auch auf all diesen Plattformen sehen. Wenn ihr jetzt so ein bisschen aufmerksam seid, dann seht ihr da auch so ein Arduino liegen und denkt euch wahrscheinlich, aber viele Sachen, die man mit Mikrocontrollern und sowas macht, wenn man irgendwie Dinge steuern möchte, das kann ich doch alles mit einem Arduino auch machen. Ja, natürlich, das kann man. Aber wir haben halt festgestellt, dass der Arduino einfach an bestimmte Grenzen stößt, die man so nicht einfach überwinden kann, beziehungsweise die mit Arduino nur recht kompliziert umsetzbar sind. Man braucht dafür spezielle Hardware, spezielle Bibliotheken und das machen wir halt mit Riot ein bisschen einfacher. Riot selber ist ein Gemeinschaftsprojekt, also das wird von einer Community, die weltweit Software entwickelt, unabhängig von irgendwelchen Firmen oder Einflüssen anderer politischer Natur oder was auch immer entwickelt. Es ist eine freie Software, also es ist unter der sogenannten GNU Public License veröffentlicht. Das heißt, jeder kann sich den Quellcode angucken, jeder kann an dem Quellcode mitarbeiten, jeder hat die Möglichkeit, sich das einfach so runterzuladen und auf seinen Geräten zu installieren. Und dadurch, dass das halt eine Community-Arbeit ist, kommen die Feature-Wünsche halt auch vorrangig aus der Community heraus. Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine große Autorität, die sagt, hier, wir wollen jetzt diese Feature für Riot haben, wir wollen jetzt dieses und jenes coole neue Feature unterstützen. Wenn das niemand in der Community bei uns sagt, dann wird das meistens auch nicht implementiert. Und wenn wir dann dazu kommen, dass wir ein Feature machen, dann entscheiden wir auch immer auf dem sogenannten groben Konsensus. Das haben wir von der ITF, das ist die das Internet standardisieren, übernommen, dass wir sozusagen sagen, solange niemand was dagegen sagt, dass das Feature existiert, oder solange niemand, der wirklich richtig viel Ahnung hat, sagt, nee, das ist absoluter Blödsinn, was ihr da macht, versuchen wir halt auch, diese Feature zu implementieren. Und wie funktioniert die ganze Kommunikation? Also vorrangig arbeiten wir halt über GitHub. Also wenn wir irgendwelche Bugs finden, dann machen wir da ein Issue auf GitHub auf. Wenn wir irgendwie ein Feature implementieren, dann machen wir einen Pull-Request auf GitHub auf. Und wenn es irgendwelche Metadiskussionen gibt, die jetzt nichts mit dem Code direkt zu tun haben, dann machen wir das meistens über irgendwelche Mailinglisten. Da haben wir dann eine Entwickler-Mailingliste, eine User-Mailingliste. Da können dann neue User auch gerne Fragen stellen. Aber wir treffen uns halt auch mitunter im Real Life, zum Beispiel auch für Hackathons wie hier oder aber auch bei unserem jährlichen Riot Summit, wo der letzte gerade erst im September in Amsterdam stattgefunden hatte, aber die letzten Jahre davor auch mal mehrfach in Berlin gewesen war. Und damit ihr euch so ein bisschen eine Vorstellung machen könnt, wie Riot funktioniert, habe ich eine kleine Demo mitgebracht. Das seht ihr hier vielleicht. Also ich habe hier diesen Raspberry Pi, den ich mit meinem Laptop verbunden habe. Danke. Den ich mit meinem Laptop verbunden habe, der ist sozusagen jetzt der Router zu meinen Dingen. Und als Dinge habe ich mitgebracht so einen kleinen Knopf, der so ein bisschen aussieht wie das Internet. Und einen kleinen Dino, der, wenn man hier einen Knopf drückt, anfängt zu zappeln.
Aber wir möchten das Ganze natürlich irgendwie als Ding, dass wir es ans Internet anschließen können. Und wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, dann passiert jetzt erstmal nichts. Also man möchte idealerweise irgendwie, dass dieser Knopf den Dino zum Zappeln bringt. Und da gibt es dann bei dem Internet der Dinge eine Idee, die so ähnlich funktioniert wie bei HTTP, wenn ihr das ja aus dem größeren, weiteren Internet kennt. Das nennt sich Coop und da gibt es halt auch so etwas Ähnliches wie eine Suchmaschine oder Google, also so eine Pinnwand, wo man sagen kann, übrigens, ich habe hier eine Ressource oder ein Ding, was ich anmelden möchte und das kann dann halt der Dino zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Ressource, die bringt mich dazu, dass ich mich bewege und der Button kann sagen, ich habe hier eine Ressource, da kannst du sagen, was ich tun soll, wenn ich gedrückt werde. Und ein Nutzer kann sich das dann halt abrufen und dann entsprechend Dinge damit machen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe da auch schon was vorbereitet und zwar weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie mit so einem Tool wie Curl oder Wget gearbeitet hattet, da funktioniert dieses Tool, dieses Coop-Client eigentlich recht ähnlich. Man gibt halt einen Befehl an und gibt eine URL an und dann werden Daten heruntergezogen. In dem Fall sehen wir halt hier zwei Links, die sind leider nicht ganz vollständig gezeigt, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir sehen halt Coops Doppelpunkt slash slash, das ist sozusagen das Protokoll, und eine Adresse mit einem Pfad. Und dann sehen wir das ein zweites Mal nochmal mit einer Adresse und einem Pfad. Und das sind dann halt einmal das Dino-Move-Target und einmal das Button-Target, damit der Button irgendwas macht. Und da habe ich jetzt hier auch schon wieder einen zweiten Befehl vorbereitet. Damit kann man genauso wie mit Curl oder mit Wget kann man halt auch sogenannte Post-Requests machen. Das heißt, anstatt dass man irgendwie Daten von einem Server bekommt, kann man auch Daten zu einem Server posten. Und ich habe das jetzt so programmiert, dass der Button ein JSON-Objekt erwartet, das die Adresse der Ressource enthält und den Pfad der Ressource. Und das habe ich hier sozusagen ausgeschrieben. Also hier ist dieses JSON-Objekt. Hier sage ich, dass das ein JSON-Objekt ist. Hier sage ich, dass mein Request ein Post-Request ist. Und dann sage ich, das möchte ich bitte an diese URL senden. Und wenn ich das jetzt sende, dann hoffentlich, wenn wir jetzt, das habe ich jetzt gesendet, genau. Und wenn ich jetzt diesen Button drücke, dann bewegt sich hoffentlich auch der Dino. Ja. So, wenn ihr euch dafür interessiert und vielleicht das Riot dann für euer nächstes Projekt im nächsten Jahr oder beim nächsten Jugendhack benutzen wollt, habe ich hier auch mir mal die Demo noch mal als Quelltext hochgeladen, damit ihr euch das angucken könnt. Ihr könnt auch gerne Fotos von dieser Folie machen, genau. Wenn ihr dann noch ein bisschen weitergehend euch über Riot informieren wollt, gibt es Tutorials, mit denen man sich erstmal so ein bisschen in Riot einarbeiten kann. Es gibt auch noch ein paar weiterführende Informationen, zum Beispiel, da steht auch alles zu den Mailinglisten, von denen ich eben geredet habe und wie der Prozess bei Riot so ein bisschen funktioniert auf unserer Webseite. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr dann weit genug dafür seid, auch gerne bei Riot mithelfen oder Ideen einbringen oder einfach nur ein bisschen damit arbeiten und sagen, okay, ich habe einen Bug gefunden hier, ich schreibe mal einen Bug-Report und das könnt ihr in unserem GitHub-Repository tun. Ja, dann vielen Dank.